Willkommen zu Focus 5 News. Jährlich organisiert der Schweizerische Gehörlosenbund, SGB FSS, die Delegiertenversammlung. Dieses Jahr findet sie am kommenden Samstag, 16. Mai 2009 um 10 Uhr im Swiss Hotel in Zürich-Oerlikon in der Nähe des Bahnhofs statt. Diese Delegiertenversammlung kann erstmals direkt live über das Internet mitverfolgt werden. Der SGB FSS schreibt damit Geschichte, denn es ist eine Europa- und Weltneuheit. Auf dem Internet werden gleichzeitig 5 Videos aufgeschaltet mit den 3 Dolmetschern, des Hauptreferenten sowie die PowerPoint-Präsentation. Für diese Live-Sendung arbeitet der SGB FSS zusammen mit Focus 5. Das genaue Programm und weitere Informationen können auf www.sgbfss.ch nachgeschaut werden. Der Verlag Fingershop besteht seit 3 Jahren. Er ist bekannt für Produkte in Gebärdensprache und aus der gehörlosen Welt wie Bücher, CDs und Spiele für Kinder und Erwachsene. Bis jetzt konnte man die Produkte übers Internet www.fingershop.ch bestellen. Am 30. Mai 2009 wird nun vom Verlag ein Laden in der Stadt Basel eröffnet. Das Eröffnungsfest beginnt um 14 Uhr und dauert bis 18 Uhr. An der Eröffnungsfeier wird auch die gehörlose Autorin des Buches «Durchs wilde Gehörlosistan» von Inge Blatter-Maibohm anwesend sein. Und sie wird aus ihrem Buch in Gebärdensprache vorlesen. Im Laden können nun neu die Produkte direkt angeschaut und auch bezogen werden. In Amerika bekommt eine gehörlose Frau 76.400 Dollar Schadenersatz von einem Spital. Sie hatte sich im Jahr 2004 ein Bein gebrochen und verspürte starke Schmerzen und wurde in ein Spital in die Notaufnahme eingeliefert. Die Frau wurde während 2 Tagen nicht behandelt, bis ein Dolmetscher organisiert wurde. Niemand wollte einen Dolmetscher bestellen und das Personal konnte sich nicht mit ihr in Gebärdensprache verständigen. Ein halbes Jahr später hat die Frau Klage wegen starker Diskriminierung gegen das Spital eingereicht. Mit Erfolg. Ihr wurden 76.400 Dollar ausbezahlt. Focus 5 informierte letzte Woche über das Legoland. Eine gehörlose Familie durfte nicht die Achterbahn benutzen. Auf einem Schild steht geschrieben, dass Gehörlose draußen bleiben müssen. Nun hat Thomas Geisler, Vorsitzender des Gehörlosenverbands Berlin, Legoland wegen der diskriminierenden Vorschriften angeschrieben und kritisiert. Im Antwortschreiben von Legoland steht, dass gehörlose Personen, Familien oder Verbände alle Anlagen benutzen dürfen, aber nur in Begleitung einer hörenden und sehenden Person. Jackie Chan ist ein weltbekannter Schauspieler und Botschafter von den Deaflympics in Taipei. Jackie Chan besitzt einen eigenen taiwanesischen Gebärdennamen. Die taiwanesische Regierung forderte Jackie Chan als Deaflympics-Botschafter zum Rücktritt auf. In der chinesischen Presse stand, dass Jackie Chan sich negativ über die taiwanesische Politik äußerte. Chan soll auf einer Veranstaltung kritisiert haben, dass Hongkong und Taiwan zu frei und chaotisch wären und man sie besser kontrollieren sollte. Vor 2 Wochen jedoch schrieb die taiwanesische Presse, dass die Regierung Jackie Chan als Botschafter für die Deaflympics in Taipei behalten möchte. Das war's für Focus 5 News. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.